Glaube und Beharrlichkeit. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. 1. Mose 32,27. Selbst wenn der Glaube auch noch so klein ist, hilft der Herr denen, die vertrauensvoll mit ihrer Not zu ihm kommen. Wenn er aber in seiner göttlichen Weisheit erkennt, dass jemand großen Glauben hat, dann prüft er diesen, damit der Glaube sichtbar wird und deutlich zum Vorschein kommt. Genau das sehen wir bei der kanaanitischen Frau. Zuerst antwortet der Sohn Gottes ihr überhaupt nicht, dann gibt er ihr eine scheinbare Absage und schließlich gewährt er ihr Bitte, nachdem ihr ungeheuchelter Glaube völlig sichtbar geworden ist. Seit ca. 2000 Jahren fordert Gott uns dazu auf, mit Freimütigkeit vor den Thron der Gnade zu kommen, wo er uns Barmherzigkeit und Gnade schenken möchte. Und das immer genau zur richtigen Zeit. Hebräer 4, Vers 16. Im Gegensatz zu der heidnischen Frau, die das Neue Testament nicht in Händen hatte und Gott nicht als Vater kannte, haben wir als Kinder Gottes dieses wunderbare Versprechen in seinem Wort fest verankert. Klammern wir uns daran, indem wir beten und sagen, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Gnade fängt da an, wo jeder Rechtsanspruch aufhört. Wir bitten nicht, weil wir etwas verdient haben, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass der Gott aller Gnade reich an Barmherzigkeit ist. 1. Petrus 5, Vers 10 und Epheser 2, Vers 4. Dieses Wissen treibt uns auf die Knie und gibt uns Mut zum Beten. Lasst uns von der Beharrlichkeit dieser Frau lernen. Wenn wir beten, sollen wir völlig auf die Gnade und Barmherzigkeit des Herrn hoffen, die er in seinem Herzen hat. Er liebt es zu geben. Aber manchmal wartet er mit der Antwort auf Gebet, damit unser Glaube noch deutlicher sichtbar wird. Eine gottesfürchtige Frau betete über Jahre hinweg für ihren ungläubigen Mann und ihre 9 Kinder. Schließlich wurde sie dahin geführt, ganz spezifisch für jeweils ein einzelnes Kind zu flehen. Gott antwortete auf diese intensiven Gebete, indem sich ein Kind nach dem anderen bekehrte. Zuerst wurde ihre älteste Tochter errettet, dann ihre beiden ältesten Söhne. Im Laufe der Zeit nahmen alle 9 Kinder Jesus Christus als ihren persönlichen Retter an. Doch bei ihrem Ehemann war trotz intensivem Gebet keine Veränderung zu sehen. Schließlich nahm sich die Frau vor, noch einmal mit ganzem Herzen und mit Glaubensenergie für ihren Mann zu flehen. Sie verbrachte eine ganze Nacht in einem so intensiven Flehen vor Gott, wie sie es nie zuvor erlebt hatte. Am nächsten Morgen sagte sie zu ihrem Mann, Gott hat mir alle meine 9 Kinder gegeben, doch du bist noch immer ohne Gott und ohne Hoffnung. Ich möchte dich noch einmal inständig bitten, danach überlasse ich dich dem Herrn. Willst du dich jetzt bekehren und die Rettung deiner Seele annehmen? Ihr Ehemann stand sprachlos und fast wie gelähmt vor ihr. Plötzlich schluchzte er. Ich will. An diesem Morgen wurde er gerettet und die Veränderung, die sich in seinem Leben offenbarte, machte einen starken Eindruck auf die ganze Nachbarschaft. John Wesley sagt, bestürme den Thron der Gnade und lass nicht locker, dann wirst du dort Barmherzigkeit empfangen. Der Herr segne euch.